Ey, das war Foul und Abseits. Das habe ich genau gesehen. Ich bin doch nicht blöd. Immer sagst du ich. Ich brauche dies, ich brauche das. Ich fühle mich so, ich denke so. So kommen wir aber nicht mehr weiter in unserer Beziehungskiste. Beziehungskiste, alles eine Sache der Perspektive, würde Johann Gottlieb Fichte sagen. Versteckst dich schon wieder hinter deinen Philosophen, ja. Wie würde denn dieser Komiker, also dieser Denker, beispielsweise meine Wenigkeit bezeichnen? Hm? Als nicht ich. Ach, charmant, charmant. Hm. Na, pardon, aber versteht es mal nicht falsch, ja? Der Fichte, der wollte damit doch nur ausdrücken, dass wir alles, du und ich und der Rest der Welt, dass wir alles nur ganz subjektiv sehen, ne? Und da gibt es nur das Ich, womit du dich wohl selber meinst, und das Nicht-Ich, was mich bezeichnet. Und für Fichte gibt es da noch das absolute Ich. Ach nee. Und das ist dann der Pascha, der neben mir auf dem Sofa sitzt und eigentlich dran ist, um endlich den Müll rauszubringen. Das Absolute, das Sein, das ist eher als das Alles hier zu begreifen, ja? Als alles, das Ich und das Nicht-Ich, wobei du aus deiner Perspektive das Ich bist und ich aus deiner Perspektive das Nicht-Ich. Ja? Alle Klarheiten beseitigt. Ja, so schnell lässt sich der Fichte auch nicht begreifen. Das war schon ein ganz bedeutender Denker, Hochschulprofessor und so weiter und so weiter. Ne? Na, beruhige dich. Nur noch eine kleine Verständnisfrage. Ja, bitte gern. Wenn dieses Ich aus deiner Sichtweise heraus jetzt dieser Mensch vor meinen Augen ist, der mit Bierflasche und Fernbedienung ständig zwischen Kanal 1, Sportschau, und Kanal 3 hin und her sappt. Worauf willst du hinaus? Schau jetzt einfach das Nicht-Ich an. Das neben dir sitzt, dir das Bier reichte und gerade den Abwasch in der Küche gemacht hat. Ah, du willst mich philosophisch aufs Kreuz legen, ne? Ich ahne da was. Ich höre. Du willst aufs Absolute hinaus. Ja, so kannst du das auch nennen. Auf die Synthese aller Erscheinungen unserer Welt. Einschließlich des stinkenden Mülleimers, der seit 3 Tagen in der Küche auf dich wartet. Da kommt auf die Perspektive an. Die kann man auch verstellen. Wenn man den Müll jetzt beispielsweise vor den Fernseher schieben. Ach ja, gut, du hast gewonnen. Ja, ich bring das Zeug jetzt runter. Aber verstell mir nichts, ist gerade Halbzeit, Bayern gegen Dortmund. In 5 Minuten geht's wieder los. Mal ganz nach Fichte, wer ist da eigentlich das Ich und das Nicht-Ich? Naja, ich, das ist der BVB natürlich, zumindest aus meiner Perspektive. Für Bayern-Fans sind die Borussen natürlich die totalen Nicht-Ichs. Oh, ja? Alles klar. Und jetzt runter mit dem Müll. Du hast 4 Minuten und 30 Sekunden, mein Schatz. Bevor das Absolute dort auf dem Spielfeld weitergeht. Ja, dann los jetzt. Schaff ich.